Und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Sims 4 hier auf dem wunderschönen Kanal. Heute versuchen wir nicht ganz so lange zu machen. Und ich versuche auch, wisst ihr was ich eigentlich... Ich versuche was anderes jetzt. Ich versuche jetzt was anderes. So. Wir werden jetzt Weltverwaltung speichern und Welt verwalten. Dann werden wir... Ich habe 3000 Bilder hier. Gerade offen. Eine Person noch hinzufügen. Die erste Person nach von sonst wie vielen. Ja, ich weiß, aber ich möchte das nicht. Auch vielleicht, wenn dieses YouTuber-Sache nicht schlecht ist. So, hier. Man kann noch irgendwie hier Leute hinzufügen. Ne? So, da habe ich es jetzt entdeckt. 19 erstellen. Neues Sim, wir nehmen natürlich ein neues Sim, normalen Sim. Sie sieht eigentlich fast schon so aus, wie ich meine, okay, fast, hust, hust. Versuche gerade noch ein ordentliches Bild rauszufinden, wo man sie vielleicht noch einigermaßen besser sieht. Also an sich, sie hat erstmal rot lockige Haare. Ja, sie hat richtig gehört, rot. Das wird Haare. Keine Ahnung, ob man so welche Haare hier findet. Gut, okay. Nein. Nein, eigentlich nicht. Vor allem nicht so ein Rot. Aber gut, anderes Rot haben wir hier nicht. Muss ich mit einem Zettel klarkommen. So, haben wir sonst noch. Ich habe bis ins 3 Millionen Bilder von hier auf dem Handy. Sie hat auch irgendwie eine Brille, Augenfarbe. Boah. Habe ich noch nie mal nachgefragt, noch nie mal jetzt so richtig hingeguckt. Also gesichtmäßig ist eigentlich auch so hellmäßig, das passt eigentlich schon. Hat ein kleines bisschen rundlich, habe ich das Gefühl, das Gesicht. Obwohl eigentlich passt das so. Man muss aber gucken, was kann man in Sims machen, was kann man in Sims erreichen. Accessoires, sie hat natürlich auch eine Brille. So ähnlich. Ja, so. Ne, die ist zu dick, das Gestelle. Aber könnte eigentlich fast schon hinkommen. Detailbearbeitung. Nein. Sie ist eigentlich... Sie ist Soja. Die ist nicht Soja. Sie hat ein kleines bisschen mehr, würde ich sagen. So. Dann trägt es öfters... Eigentlich sieht es ziemlich gut aus. Oh mein Gott, wenn sie das sieht. Okay, ein bisschen Spaß muss das eigentlich haben. Bekleidung. Tops. Sie trägt immer so einen dicken Pulli. Jetzt läuft es bei mir rum. Sie trägt immer so einen dicken Pulli. Aber die hat öfters einen roten. Ich weiß bloß nicht, ob man den so einen roten hinbekommt. Also ihre Lieblingsfarbe ist rot. Man merkt das. Ja, darüber lässt sich reden. Nee, sie hat immer einen dicken Pulli an. Oder wir nehmen so ein T-Shirt, so ein rotes. Nee, die gefällt mir nicht. Gefällt. Wir gehen auf den Pulli wieder zurück. Der Pulli ist eigentlich ganz hübsch. Da fällt eigentlich vieles. Ist zwar schwarz, aber ich glaube, die wird mich dafür nicht umbringen. Dann nehmen wir eine blaue Jeans. Muss sagen, mir zu gut gelungen. Ach nee. Naja, eigentlich geht's sogar. Das sieht sogar einigermaßen so aus. Das ist das Schöne.
Schuhmäßig trägt sie eigentlich normal, also so normale. Also sie hat nichts Besonderes, sie trägt einfach normale Schuhe. Kein Absatz. Wollte ich mal ein bisschen hochgehen. Stiefel auch nicht. Hier sowas. Aber sonst accessoiresmäßig trägt sie nichts. Oh, sie wird mich umbringen. Sie wird mich umbringen. Laura. Bläh. Wie nennt man sie mit Nachnamen? Wir nennen sie Laura. Laura Wort. Wir sind schon verheiratet, obwohl wir nicht verheiratet sind. So an sich können wir, glaube ich, sie ist in Richtung Liebe. Romantik. Obwohl Romantik, aber was gibt es noch? Seelenverwandte. Dieses Film möchte ich große Liebe finden. Nee, das wäre, glaube ich, ein Fehler, wenn wir das mit reinnehmen. Wenn sie und die nicht zusammenpassen, dann ist es ziemlich negativ. So an sich ist sie ja romantisch, haben wir sie eigentlich schon eingeschätzt. Eine Schwinnerin. Bücherwurm, Kunstliebhaberin, Genießerin. Ja, eigentlich auch Musik, wenn dann noch unbedingt. Grauden, faul. Faul ist wie ich eigentlich. Familienbewusst. Ich meine, familienbewusst ist sie noch. Alles klar. Vor eifersüchtig. Das könnte eigentlich zum Ende noch kommen. Ah, die Natur ordentlich. Ordentlich ist sie. Also sie ist wirklich ordentlich. Sie hat mein Zimmer aufgeräumt. Wo ich nicht da war, hat gefragt, kann ich. Ich könnte ja noch eine zweite Person jetzt noch erstellen. Genau, heute wird ein Paarzimmer erstellen. Machen wir so, ich erstelle noch für Tali eine liebe Freundin. So weit wie ich sie sehen kann. Machen wir so. 19 hinzufügen. Sie hat lange Haare. Nur so zur Sache. Diese Personen, die ich hier erstelle, sind nach eben Bildern in der Realität. So ungefähr hat sie sogar ihre Haare auf dem Bild. Es ist richtig gruselig. Sie hat aber so nicht ganz so braun, sie hat... Ja, tut mir leid, es gibt kein anderes Braun. Das ist so ein helles Braun. Dann hat sie ein sehr dünnes Gesicht, also so ein meines Erachtens dünnes Gesicht. Nicht so fett. Naja, vielleicht ein bisschen zu dünn geworden. Jo, können wir machen. Die Nase passt eigentlich auch so gut. Können wir die eigentlich nehmen? Brustmäßig kann ich nicht sehen. Das wäre klasse. Das wäre noch komisch, wenn ich brustmäßig sie sehen würde. Sie hat... Ich weiß nicht, wie man Leute richtig erstellen kann. Sie hat rotere Lippen. Haben wir nicht. Gibt es nicht zur Auswahl. Sie hat aber so einen durchgehenden Mund. Also nie so welche Falten drin, sondern so eigentlich ein durchgehend breiten Mund. Wenn wir den noch länger machen können. Ja. Kann man das so nehmen? Ich weiß ja sonst nie, was sie trägt. Also ich muss davon jetzt ausgeben, was sie jetzt auf meinen Dings ja auf dem Bild anhat. Da hat sie so einen Reißverschlusspulli an. So einen kurzärmlichen aber. Also wenn man was verbessern kann, bitte mir persönlich schreiben. Da kann man noch einiges mitmachen bei Sims. Sowas hat sie an, bloß in Schwarz. Was ähnliches.
Nehmen wir mal schwarz mit blau. Oder wir finden noch was besseres. Das glaube ich aber fast gar nicht. Nehmen wir das hier. Nehmen wir ganz einfach einen Jeans dazu. Sie hat einen großen Mund. Ja, ne? So sieht's aus. Ich glaube mal. Ich bin nicht gut in Sims erstellen. So an sich kenne ich sie ja nicht, aber da sie ja, ich würde mal sagen, sie kommt mir so ein bisschen vor mit dem Hauptmotiv. Danach wird sie auch aktiv sein. Die wird diesen fröhlicher Mensch. Und sonst kann ich sie mir im Moment noch vorstellen kindisch. Und sie heißt, oh mein Gott, den Namen habe ich mir noch nicht gemerkt. Ich glaube, hieß sie Luna? Wir haben gestern so viel geschrieben, das ist traurig. Mehr ist meine Freundin. Oh, dass sie ja nicht hört. Hallo, meine Liebe. So viel ist das eigentlich gar nicht, was wir geschrieben haben. Ich finde den Namen gerade nicht. Deswegen, dann ebenfalls, hast du Geschwister. Ach, hier muss es jetzt nicht kommen. Sie mag My Heart Will Go On. Luna! Luna. Luna Speed. Und können wir Tali umbringen? Jo. So, das haben wir so umgebracht. Gut. Wir wollen mit nächsten Bug nochmal hier reingehen. Wir sind jetzt in der Familie mit einem lesbischen normalen. Jetzt können wir noch ein Schwulpaar bei machen, aber Leute, ich würde mal sagen, wenn ich ganz Bock gefahren habe, einen Daumen oben, schreibt einen Kommentar, mehr davon sehen wir dann auch nicht. Und dann sehen wir uns mal. Sagt dann, wenn Sie. Ciao, ciao.